willkommen zur ersten Ausgabe von Beat the Best, präsentiert von mytischtennis.de und Stieger. Es geht um Geschicklichkeit, um Wissen, um Koordination, alles rund um den Tischtennissport. Aber um eines geht es ganz sicher nicht, darum, wer der bessere Tischtennisspieler ist. Aber vor allem geht es darum, ihn zu schlagen. Vize-Weltmeister 1993 in Göteborg, Europameister 1994 in Birmingham. Im gleichen Jahr wurde er Top-12-Sieger. Sechsmal war er bei Olympia dabei. In Belgien ist er ein Nationalheld. Allein im Einzel holte er 25 Mal den nationalen Titel. Hier ist Jean-Michel Safe. Hallo und herzlich willkommen. Danke. Auf mytischtennis.de haben wir Sie aufgerufen, sich für dieses Duell zu bewerben. Vier Kandidaten haben wir zur Abstimmung gestellt. Da war zum Beispiel Christiane Licht, die Jean-Mi mit ihrem Skelett das Fürchten lehren will. Oder Michael Anders, der mit tollem Ballwechseln am Minitisch versucht hat, die User zu beeindrucken. Und Jonathan Janvier ließ schon im Bewerbungsvideo die Muskeln spielen. Genutzt hat das alles nichts, denn dieser junge Mann hat sich mit weitem Abstand gegen die Konkurrenz durchgesetzt und selbst Jean-Mi mit seinen Tricks rund um den kleinen weißen Ball beeindruckt. Herzlich willkommen vom ASV Wuppertal, Bernd Ahrens. Hallo Bernd, schön, Hallo. Dass du bei uns bist. Beginnen wir mit The Best, den es heute zu schlagen gibt. Jean-Mi, du bist 45 Jahre alt, tauchst immer noch auf einigen Turnieren auf. Was machst du sonst im Alltag? Ja, im Alltag ein bisschen Tischtennis, aber ich arbeite auch für mein Olympisches Komitee in Belgien. Aber ich spiele sowieso noch viel Tischtennis, ein bisschen international und heute, ich will gewinnen. Du hast das Video von Bernd gesehen, war ja schon eindrucksvoll. Sagt man da als Profi, ach, ich bin Tischtennis-Profi, das ist lächerlich, das kann ich alles? Nein, das ist etwas anders. Ich habe dieses Video gesehen und er ist sehr, sehr stark. Und ich muss heute meine Best probieren, aber das ist ein sehr starker Gegner heute. Bernd, du hast die Internetabstimmung mit fast 75% gewonnen. Warum glaubst du, haben die User sich für dich entschieden? Ich glaube, dadurch, dass ich in der Andro-Tischtennis-Schule zum Beispiel als Trainer bin und auch vielleicht in der Tischtennisszene in Deutschland einigermaßen bekannt bin und die anderen vielleicht eher nicht so, habe ich da ganz gut abgeschnitten. Du hast in dem Video sehr viel Ballgefühl gezeigt. Was rechnest du dir für heute aus und wie hast du dich vorbereitet auf dieses Duell? Ich mache gerne so kleine Spielchen, so immer irgendwie mit Schuh spielen oder mit was auch immer. So Geschicklichkeitsspiele, ich studiere Sport und ja, ich glaube, dass ich gar nicht so schlechte Chancen habe. Das werden wir sehen. Und darum geht es heute. Der Pokal für den Sieger. Und falls Bernd gewinnt, gibt es noch eine Stieger-Komplettausrüstung im Wert von 500 Euro obendrauf. Aber vor allem geht es natürlich um Ruhm und Ehre in der Tischtennisszene. Die Regeln sind schnell erklärt. Wir spielen maximal 11 Spiele. Für das erste Spiel gibt es einen Punkt. Für das zweite Spiel 2 Punkte. Bernd, für das dritte Spiel? 3 Punkte. Richtig, ganz genau. Insgesamt vergeben wir 66 Punkte. Das heißt, mit 34 Punkten gewinnt man Beat the Best. Habt ihr alles verstanden? Seid ihr bereit? Ja. Dann kann es bald losgehen mit dem ersten Spiel und das heißt Pusten.